Ich tue Gutes und rede darüber. Das mache ich. Ich meine, ich finde es immer gut, wenn man in die Politik geht und am Ende auch in seinem Leben selbst was auf die Reihe gekriegt hat. Man darf Umfragen auch nicht überbewerten, ist auch meine persönliche Erfahrung. In der Wirtschaft liegen große Herausforderungen vor uns. Klimaschutz, Digitalisierung, Corona, die Liste ließe sich fortsetzen. Diese Themen spielen natürlich auch im Wahlkampf eine große Rolle und deshalb wollen wir heute darüber mit Jana Schimke reden. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der MIT, der Mittelstandsvereinigung innerhalb der Union. Ist das richtig so? Mittelstandsunion sagen wir seit Neuestem. Wir haben unseren Namen geändert. Ist einfacher. Gut, das hätte mir die Anmoderation auch erleichtert. Dann sage ich jetzt auch, sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Mittelstandsunion. Mhm. Genau, herzlich willkommen hier im Wahlkampf. Ja. Hallo, Konrad. Du hast heute Geburtstag, heute ist der 6. September. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank. Wie ist das, mitten im Wahlkampf Geburtstag zu feiern? Hast du da Zeit dafür? Hast du irgendwelche bisschen Zeit freigeräumt dafür? Oder geht es einfach volle Pulle jetzt bis zur Bundestagswahl? Keine Zeit? Normalerweise hätte ich mir in der Tat Zeit freigeräumt. Die Möglichkeit hat man ja dann schon auch als Politiker. Man ist ja Herr seines Kalenders. Allerdings ist der heutige Tag unter dem Vorzeichen, hier in Berlin zu sein, eine Fraktionssitzung zu begleiten und, ja, und dann im Anschluss natürlich auch wieder im Wahlkreis weiter zu kämpfen. Die Zeiten sind nicht leicht, sie sind besonders und deswegen muss mein Geburtstag heute leider ein bisschen ausfallen. Du sagst, die Zeiten sind nicht leicht. Mhm. Ein bisschen zum Hintergrund. Die SPD hat die Union seit ein, zwei Wochen erst sich rangepusht, dann überholt. Was erwartest du nur für eine Fraktionssitzung heute? Ich erwarte eine Fraktionssitzung, die das Stimmungsbild der Straße widerspiegelt. Wir sind alle seit Wochen unterwegs. Wir reden mit den Bürgerinnen und Bürgern unterm Sonnenschirm oder Regenschirm, wie auch immer. Und das Stimmungsbild, was wir dort verkörpert bekommen, ist sehr eindeutig. Und die Sorge, auch die Frustration natürlich bei meinen Kollegen ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, heute geht es auch nochmal darum, die Kräfte zu sammeln, sich ein bisschen zu sortieren und zu schauen, wie wir die letzten Wochen gut meistern können. Abgesehen jetzt von kurzfristigen Reaktionen, wie sieht allgemein dein Terminkalender im Wahlkreis im Moment aus? Also wie läuft das ab, was für Veranstaltungen besuchst du und wie sehen auch die kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl für dich aus? Normalerweise, das sage ich auch immer wieder, würden wir jetzt als Abgeordnete auf einer Vielzahl an Festivitäten unterwegs sein. Feuerwehrfeste, Vereinstreffen, Dorffeste, Erntedank, all diese Dinge beginnen ja jetzt auch in Kürze. Allerdings hat Corona uns ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Vielzahl an Aktivitäten ist eingedampft worden. Ja, viele Organisatoren trauen sich gar nicht, etwas zu tun. Und insofern ist mein Terminkalender im Moment dadurch geprägt, dass ich Einladungen wahrnehme von Menschen, die mich sprechen wollen, die mich treffen wollen, die vielleicht auch eine Veranstaltung im kleineren Rahmen durchführen. Diverse Podiumsdiskussionen, ja, wo die Kandidaten sich präsentieren. Ja, und natürlich eine ganz, ganz große Anzahl auch von sogenannten Canvassing-Ständen auf den Marktplätzen, in den Einkaufsstraßen. Hast du denn in Corona-Zeiten das Gefühl, damit so viele Leute zu erreichen wie notwendig? Dank Social Media gelingt es in der Tat, viele Menschen zu erreichen. Aber der Wirkungskreis auf der Straße ist natürlich eingeschränkt, weil uns einfach die große Bühne ein Stück weit fehlt, das muss ich ehrlicherweise sagen, weil eben dann doch viele Treffen, viele Feierlichkeiten, wo wir als Politiker, auch als Kandidaten für gewöhnlich unterwegs sind, jetzt aktuell so nicht stattfinden. Man muss sich ein Stück weit seine Bühne suchen. Ich kann davon ganz gut profitieren, weil ich seit 8 Jahren in meinem Wahlkreis unterwegs bin, hart gearbeitet habe, ein gutes Netzwerk habe und insofern auch gut nachgefragt bin. Aber vom Grundsatz her spüren wir schon sehr, sehr deutlich die Inaktivität, auch geschuldet durch Corona. Du sagst nachgefragt. Wie funktioniert denn da die Organisation? Ist es eher so, dass du und dein Team euch den Kalender anguckt und sagt und da anfragt, könnten wir da vorbeischauen? Oder ist es wirklich so, dass verschiedene Vereine die Politiker, die Spitzenkandidaten oder Bundestagskandidaten innerhalb ihres Wahlkreises anfragen, komm mal bei uns vorbei?
Also in meinem Fall ist es so, dass ich tatsächlich angefragt werde. Die Einladungen trudeln so ein und dann guckt man, was man möglich machen kann. Manchmal muss man auch so ein bisschen sich nochmal auf einen alternativen Termin verständigen, weil der Terminkalender doch schon voll ist. Es ist aber auch so, das sage ich auch ganz ehrlich, dass ich natürlich schon auch Multiplikatoren anspreche und sage, hey, habt ihr nicht mal wieder ein bisschen Lust auf politischen Austausch? Wollt ihr nicht mal euch darüber unterhalten, wer hier vor Ort zur Wahl steht? Habt ihr nicht mal Lust, eine Diskussion zu machen mit anderen Kandidaten und mir zusammen? Oder wollen wir uns einfach mal bilateral verständigen an einem Abend am Stammtisch? Also ich mache sowohl, gehe aktiv auf Leute zu und rege das auch an, aber die anderen kommen wiederum auch auf mich zu. Das klappt ganz gut, dank meiner Bekanntheit auch in der Region. Mhm. Was sind denn so Multiplikatoren? Multiplikatoren sind Menschen, die Gruppen vorstehen, also Vereine oder Feuerwehr, also sozusagen jene Menschen, die ein Stück weit das gesellschaftliche Leben in Deutschland auch prägen mit ihren Hobbys, mit ihren Aktivitäten, vom Anglerverband bis hin zum Seniorenclub oder zum Schützenverein. Ja, also immer solche Einheiten, wo man dann auch auf mehrere Menschen trifft. Sind das im ländlichen Bereich immer dieselben oder gibt es bestimmte Multiplikatoren, die in deinem Wahlkreis besonders sind? Es sind nicht immer dieselben und ich erlebe auch jetzt immer noch Situationen, wo Multiplikatoren oder Vereine auf mich zukommen, mit denen ich bisher noch so noch keinen Kontakt hatte. Ja, das freut mich natürlich sehr, weil ich dann merke, hey, da gibt es tatsächlich auch Interesse am politischen Austausch. Aber es sind nicht immer dieselben. Aber es sind natürlich auch oftmals die, die ich schon seit Jahren kenne, aber auch viele neue. Das sowas spricht sich rum und das wird dann oft auch gerne genutzt. Dein Wahlkreis ist der Wahlkreis 62. Ich muss das jetzt ablesen, weil ich auch als gebürtiger Münchner jetzt nicht ganz fit geografisch bin, zu dem der Kreis damals Spreewald gehört, sowie Teile von Teltow-Fläming und Oberspreewald-Lausitz. Das ist ja doch vergleichsweise, jetzt verglichen mit anderen Wahlkreisen, nah an Berlin. Was bedeutet das für den Blick auf Berlin, auch für den Blick auf die Bundespolitik, die du mitbekommst am Wahlstand? Na gut, man ist ein bisschen näher an Berlin. Ja, das gilt gerade für den engeren Verflechtungsraum bei uns im Norden. Wir haben da eine sehr, sehr wirtschaftsstarke Region in Teltow-Fläming und in Dahme-Spreewald, Flughafenregion BER. Ja, also da ist man ein Stück weit mehr an der Großstadt dran und man merkt es auch am Wohlstand, an der Größe der Häuser und der Grundstücke, wenn Sie so wollen. Aber es ist natürlich trotz allem auch viel ländlicher Raum, Spreewald, relativ dünn besiedelte Gebiete, wo man mit dem Berliner, mit der Berliner Realität wenig zu tun hat. Ja, also ich habe beides, wenn Sie so wollen. Und das gilt es natürlich unter einen Hut zu bringen politisch. Was sind denn in den kommenden Wochen so die Highlights des Wahlkampfs aus deiner Sicht? Also ich hatte ein Highlight schon gehabt, das will ich an der Stelle schon gesagt haben. Ich habe Friedrich Merz bei mir eingeladen und er kam auch und die Nachfrage war sehr groß nach der Veranstaltung. Die Leute sind sehr, sehr gerne gekommen. Ansonsten gab es an sich sonst keine weiteren Großveranstaltungen. Ja, also ich bin froh, dass ich diese Veranstaltung genehmigt bekommen hatte durch unsere Gesundheitsbehörden, durch die Ämter. Alles andere vollzieht sich eher im kleineren Rahmen. Ja, das sind dann eben Treffen mit Vereinen am Stammtisch und jetzt eben die letzten Wochen werden wir ganz massiv nutzen, um auf der Straße unterwegs zu sein. Viele Schulen haben sich angemeldet bei uns. Die wollen Kandidatendiskussionsrunden durchführen. Und Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch innerhalb von Gemeinden haben Vereine sich zusammengeschlossen, um solche Aktivitäten zu entfalten. Und so werden sich die nächsten Wochen dann bei mir auch darstellen. Hat es so eine Diskussionsrunde in der Schule schon gegeben oder wann stehen die an? Genau, eine Runde hat schon stattgefunden in der Stadt Luckenwalde in einem Gymnasium und an einem Morgen. Und jetzt kommt noch ein weiteres Gymnasium und eine Grundschule kommt sogar noch, Grund- und Oberschule. Und ja, ich habe jetzt nicht alles im Detail im Kopf, aber in der Tat querbeet. Also wirklich von der Grundschule bis zum Gymnasium haben wir alles dabei. Finde ich toll. Merkt man da, dass die Jugend vielleicht andere Themen beschäftigen als andere Leute? Oder wird die Themenwahl mitgebracht oder wie läuft das? Na gut, die Kenntnis über bestimmte politische Themen ist natürlich nicht in dem Maße
oder die Emotionalität oftmals dann auch nicht in dem Maße, wie man das vielleicht bei Erwachsenen so am Infostand erlebt. Aber ich treffe natürlich schon auf Kinder und Jugendliche, die eine ganz klare Meinung haben, ja, die auch zu Hause sich in Nachrichten informieren, die auch durch das Elternhaus bestimmten Themen sensibel gegenüberstehen. Und ich merke deutliche Unterschiede je nach Region, wo ich unterwegs bin. Während man im Norden sich sehr stark um Klimaschutz und die internationale Außenwirkung unserer Bundesrepublik interessiert, ist man im Süden vornehmlich daran interessiert, ob wir weiter Auto fahren dürfen. Auch in der Schule? Ja. Wir sind ja im Moment an einem Punkt im Wahlkampf, wo man sagen kann, du hast sehr selber gesagt, dass die Stimmung nicht die beste ist. Wie reißt die Union oder was sind so die Ideen, um jetzt das Ruder nochmal rumzureißen und eine große Aufholjagd zu starten, am Ende doch vor der SPD zu landen? Also ganz wichtig im Wahlkampf ist, die eigenen Leute zu mobilisieren. Das ist total wichtig. Wenn man selber zu Tode betrübt ist, dann gewinnt man keinen Blumentopf. Und deswegen kommt es jetzt auch tatsächlich darauf an, nicht nur innerhalb unserer eigenen Reihen zu mobilisieren, in unserer Mitgliedschaft zu mobilisieren. Das sind ja die Leute, die für uns vor Ort umherlaufen und Flyer verteilen und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und der CDU vor Ort ein Gesicht geben. Und vor allen Dingen auch ein Stück weit unseren Wählern, das ist der zweite Punkt, deutlich zu machen, was die Konsequenzen wären, sollte es ein linkes Bündnis in Deutschland geben. Ich glaube, das können sich viele im Moment noch gar nicht vorstellen, weil wir es so lange nicht hatten. Ja, weil wir wirklich 16 Jahre Angela Merkel und eine stabile Bundesregierung in schwierigsten Zeiten haben durften. Und unser Weg wird jetzt der sein, tatsächlich auch die Konsequenzen so eines Wahlausgangs den Menschen zu verdeutlichen und nochmal klar zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, dass wir verstanden haben, was wir besser machen müssen, was wir anders machen müssen. Und dass wir weiterhin natürlich auch jemand sind, dem man vertrauen kann. Wir sind der Garant für politische Stabilität in diesem Land. Davon bin ich fest überzeugt. Dieser Weg, darauf hinzuweisen, was passiert mit einem Linksruck, so wird es manchmal genannt. Mhm. Manche sprechen auch von einer Neuauflage der Rote-Socken-Kampagne, dass man dann auch irgendwie sagt, ich habe auch gelesen, den Spruch, man schläft mit Biedermann, Scholz ein und wacht dann mit Brandstiftern wieder auf. Damit sind dann wahrscheinlich Saskia Esken und Kevin Kühnert gemeint. Da gibt es ja den Vorwurf des Schmutzwahlkampfes dagegen und dass die Union damit einfach zeigt, dass sie inhaltsleer ist. Wie gehst du mit diesem Vorwurf um? Ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, eine linke Bundesregierung zu haben, weil wir kommen wirklich aus Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Hochkonjunktur und der Rekordbeschäftigung. Die Vorstellung, arbeitslos zu sein, ja, oder einen wirtschaftlichen Niedergang zu erleben, ist, glaube ich, für viele ganz, ganz weit weg. Ja, und man erliegt dann vielleicht auch so ein bisschen den politischen Verlockungen, die manche Idee seitens unseres politischen Mitbewerbers haben mag. Ja, aber unsere Aufgabe ist es dann in der Tat, auf die Konsequenzen hinzuweisen, was es bedeuten würde, wenn die Kosten noch weiter steigen, wenn wir über Verbote in diversen Lebensbereichen reden. Das wollen wir nicht und das versuchen wir den Menschen deutlich zu machen. Aber es ist ja ein bisschen was anderes zu sagen, so teuer wird das alles und das können wir uns alles gar nicht leisten, statt irgendwelche Brandstifter-Vergleiche durchs Land zu ziehen. Das ist auch nicht meine Strategie, das sage ich auch ganz ehrlich. Ich meine, ich finde es immer gut, wenn man in die Politik geht und am Ende auch in seinem Leben selbst was auf die Reihe gekriegt hat. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Also man sollte schon die eigenen Prüfungen des Lebens bestanden haben, um anderen Menschen Vorschriften zu machen, ja, und Gesetze, wichtige Gesetze in diesem Land zu beschließen. Das kann man in den Nebensatz schon mal fallen lassen, aber es ist natürlich nicht die Hauptstrategie in einem Wahlkampf, schon gar nicht in einem seriösen Wahlkampf. Nein, wir müssen tatsächlich die Fakten beleuchten und darauf konzentriere ich mich auch. Mal weg von den Wählern hin zum Mittelstand, obwohl die wählen natürlich auch, aber sind vielleicht als Organisation jetzt ein bisschen eine andere Klientel als die Menschen am Wahlstand. Was für Themen treiben den Mittelstand um? Also die Kernthemen des Mittelstands, und das kann man eigentlich nicht nur auf den Mittelstand beziehen, sondern das ist das Hauptthema in diesem Wahlkampf überhaupt, ist die Bürokratie in Deutschland.
Mittelständler sind davon natürlich in besonderem Maße betroffen, ja, sei es, wenn sie investieren wollen oder wenn sie Bauanträge stellen wollen für eine Unternehmenserweiterung oder wenn es darum geht, jetzt Fördergelder zu bekommen. Bei Corona war das ganz massiv, aber auch Privatpersonen selbstverständlich. Und das ist, habe ich gestern gerade erst wieder erlebt, eigentlich das Hauptthema, was die Menschen in diesem Land zurzeit umtreibt. Die Handlungsunfähigkeit oder die teilweise Handlungsunfähigkeit oder auch Zögerlichkeit auch in unserem Land. Ja, also dass Behörden nicht mehr imstande sind, oft nicht imstande sind, schnell, zügig, flexibel zu reagieren. Und dieser Vertrauensverlust, der damit einhergeht, der führt zu unglaublich großem Frust und Fachkräftemangel natürlich auch. Die kriegen keine Mitarbeiter mehr, die Existenz ist bedroht, weil es schlichtweg an Personal fehlt. Und das ist das, was gerade auch den Mittelstand massiv umtreibt. Sind das separate Probleme oder muss man die ganzheitlich als ein Problem sehen? Ich finde, man muss diese Probleme ganzheitlich als ein Problem sehen, nicht nur, weil Mittelständler Menschen wie du und ich sind, sondern weil natürlich eine gesunde Wirtschaft nahezu Auswirkungen auf alles in unserem Land hat, genauso wie wenn es einer Wirtschaft nicht gut geht. Und insofern bin ich auch sehr sensibel und hellhörig, wenn ich entsprechende Signale aus der Wirtschaft wahrnehme. Es gibt ja viel Aufregung auf sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Als Journalist bekommt man davon natürlich sehr viel mit, weil wir Journalisten hängen die ganze Zeit auf diesen Netzwerken rum. Wie viel kommt davon beim Wahlstand an? Also es gab ja ein Beispiel, zum Beispiel Laschet, dieses Lachen mit der Zunge zwischen den Zähnen im Flutgebiet. Als ich dachte, okay, das wird jetzt irgendwie so ein Twitter-Sturm im Wasserglas, aber das liest man ja mittlerweile in jedem Artikel und hört das ja auch von den Leuten. Was springt aus der Bubble deiner Ansicht nach oder deiner Erfahrung nach über und was bleibt in der Bubble? Ich würde sogar sagen, es ist 1:1 das Gleiche. Also das, was ich an inhaltlicher Debatte in den sozialen Netzwerken feststelle, ist auch genau das, was die Menschen auch am Wahlkampfstand zu einem sagen. Selbst bei der Frage, was die persönlichen Angriffe angeht, hat man ja immer gesagt, naja, das hat man vorwiegend in den sozialen Netzwerken, weil da ist die Distanz entsprechend da. Auch das erlebe ich ganz oft auch im Persönlichen. Also ich will das gar nicht so sehr voneinander trennen. Das ist im Moment empfinde ich das als sehr gleichförmig. Das würde ja bedeuten, dass eigentlich die Social-Media-Strategie fast wichtiger ist, weil sie so eine große Strahlwirkung hat auf die einzelnen Wahlkreise, als jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich hole mir jetzt das CDU-Connect-Mobil in den Wahlkreis. Grundsätzlich ist beides wichtig, aber Social Media ist existenziell, weil ich kann ja nicht mit 200.000 Wahlberechtigten ins Gespräch kommen, das dürfte schwierig werden. Und insofern, viele User sind auf den unterschiedlichen sozialen Netzwerken unterwegs und das ist für mich ja die Hauptkommunikationsplattform, nicht nur im Wahlkampf, auch außerhalb dessen. Und da werden Themen gesetzt, da wird Bekanntheit geschaffen. Da brauche ich nicht mal die regionale Tageszeitung dafür. Die ist völlig unerheblich inzwischen durch die geringen Auflagen. Ja, also absolut. Das ist jetzt auch ein Thema. Zum Beispiel Annalena Baerbock hat ja keinen Interviewtermin zustande bekommen mit der Bild am Sonntag oder andersrum. Ich will das gar nicht bewerten. Wie wichtig sind Medien dann in diesem Zusammenhang überhaupt noch? Welche Rolle spielen sie dann im Wahlkampf und welche Rolle spielt es, seine eigenen Messages über die Social-Media-Kanäle loszuwerden? Also vielleicht sollte man ein bisschen nach der Zielgruppe unterscheiden. Die Tageszeitung, mit der Tageszeitung erreicht man überwiegend das ältere Publikum. Ja, das sind die, die nicht bei Facebook sind oder weitestgehend nicht bei Facebook sind oder in anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind. In diesen wiederum hat man dann überwiegend die mittleren Altersgruppen oder die jüngeren Altersgruppen. Und insofern, man kann nicht ohne beides, man braucht beides. Insofern ist das sozusagen eine sehr breit aufgestellte Strategie, die wir da fahren. Eine Idee der Union ist es ja, oder ein Mantra, das jetzt ausgerufen wird, um die Krise im Wahlkampf, ich sage mal Wahlkampf, weil wir hier im Wahlkampf sind, ich lese die Tassen immer, zu lösen, ist ja, dass es jetzt darum geht, Geschlossenheit zu zeigen und in die Themen reinzukommen. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das konkret? Naja, Geschlossenheit ist natürlich das A und O in einem Wahlkampf. Man wird nicht gewählt dafür, dass man sich die Köpfe einhaut. Ja, also und wir haben eine besondere Situation, wir haben schlechte Umfragewerte und das führt natürlich zu steigender Nervosität, auch bei den Wahlkämpfern vor Ort. Und um dem einfach ein Stück weit entgegenzuwirken, ist jetzt nochmal wichtig zu sagen,
wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, nicht den Optimismus verlieren und vor allen Dingen auch nicht unser Selbstvertrauen verlieren. Man darf Umfragen auch nicht überbewerten, ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich gehe sehr gerne auf die Straße, weil man bekommt dort ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl für die tatsächliche Stimmung in der Bevölkerung. Und die weicht ein Stück weit auch von dem ab, was ich so in Umfragen erlebe. Ja? So, und die Frage, welche Außenwirkung man auch als Truppe dort abliefert, ist auch ganz entscheidend, um gut anzukommen oder eben halt auch um schlecht anzukommen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Element. Und die inhaltliche Debatte, ja, die ist deshalb wichtig, um den Leuten klarzumachen, dass es hier eben nicht nur darum geht, welcher Name dann am Ende am Namensschild steht, sondern dass wir natürlich vorrangig auch für Inhalte stehen. Also es geht doch um Inhalte in diesem Wahlkampf. Und ja, das muss man einfach deutlich nach vorne tragen. Wir haben ein gutes Wahlprogramm, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir haben was anzubieten. Und es wäre schade, wenn das jetzt in Personaldebatten nicht zur Geltung käme. Viele Leute sagen ja, dass die Briefwahl oder der Anteil der Briefwähler wahrscheinlich so hoch wird wie selten zuvor. Das läuft ja längst. Hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf deine Wahlkampfstrategie? Oder geht es dir da ein bisschen wie mir, der jetzt immer häufiger hört, Leute ja strategisch und taktisch wählen und wirklich gucken, wo zählt meine Stimme etwas, wo zählt sie auch am meisten, dass dann am Ende doch viele Leute mit ihrer Stimmabgabe warten? Wie erfährst du das? Also es sind zwei Punkte, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Erstens, man beginnt natürlich vor dem Start der Briefwahlen mit einer entsprechenden Kampagne, dass man nochmal dazu aufruft, die richtige Wahlentscheidung zu treffen, wenn ich so will. Ja, also man formuliert das nochmal ganz deutlich, auch adressiert an die Briefwähler. Aber vom Grundsatz bin ich niemand, der erst anfängt, im Wahlkampf zu arbeiten. Also ich habe ja seit 8 Jahren Politik in meiner Region vor Ort gemacht. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass sich das auch auszeichnet. Nicht nur bei den Leuten, die am 26. in die Wahlkabinen gehen, sondern auch bei den Briefwählern. Und insofern hat mich jetzt der Zulauf bei der Briefwahl jetzt nicht besonders nervös gemacht. Ja, man kennt mich, man weiß, wofür ich stehe, wofür ich nicht stehe. Und ich glaube, da muss ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das heißt, dass Sie kennen mich, ist noch nicht ganz aus der Union verschwunden. Naja, das wäre, glaube ich, etwas anmaßend, meinen Wählern so gegenüberzutreten. Aber ich mache natürlich einen ganz bewussten Wahlkampf, wo ich meine persönlichen Erfolge nach vorne trage. Also ich habe jetzt keine Wahlkampfbroschüre gemacht, wo ich irgendein Wahlprogramm runterbete, sondern mein Wahlkampfflyer ist ausschließlich geprägt von meinen persönlichen Erfolgen vor Ort in der Region. Was ich für die Menschen konkret vor Ort erreicht habe, wo überall Geld hingeflossen ist, wo ich überall geholfen habe, wem ich geholfen habe. Das steht in meinem Wahlkampfprospekt, das ist insofern auch etwas unkonventionell, aber ich denke, es ist gerechtfertigt und tue Gutes und rede darüber. Das mache ich. In 3 Wochen wird dann die Schlussrechnung präsentiert. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank, Jana, für deinen Besuch im Wahlcamp. Sehr gerne. Dankeschön.